nicht nur André Breitenreiter und sein Team wird ganz besonders beäugt von den Schalker-Fans, sondern natürlich auch der bisher einzige Neuzugang, der da ist, der Brasilianer Junior Caissara. Was macht dann bisher für einen Eindruck, der Neue? Also er macht einen sehr guten Eindruck, spielerisch, bringt er uns mit Sicherheit weiter. Und ich habe eigentlich ein ganz gutes Gefühl, dass wir damit auch mal wieder im Mittelfeld und auch nach vorne ein bisschen mehr Akzente setzen können. Also bei den Fans hat er auf jeden Fall schon mal überzeugt. Aber wer ist eigentlich dieser Junior Caissara? Wir stellen ihn jetzt einfach mal vor. 1,72 Meter ist er groß, 26 Jahre alt. Junior Caissara, der neue Zugang von Schalke 04, rechter Verteidiger aus Brasilien. Ja, und er hat seinen Spitznamen schon weg. Er heißt nämlich Die Maschine. So hat ihn sein Trainer André Breitenreiter gesagt. Hat gesagt, nach den Leistungstests, solche Werte habe ich noch nie gesehen. Neben mir steht außerdem Teammanager Jan-Peter Martens. Er wird übersetzen, spricht nämlich gut Portugiesisch. Ja, Junior, wir haben schon gehört. Die Maschine. Was sind denn so die Eigenschaften, die Sie auf dem Feld auszeichnen? Minhas qualidades é velocidade, profundidade, tem pouco de habilidade brasileira. Tive que aprender a marcar na Europa, porque lateral brasileiro não gosta de marcar, mas tive que aprender a marcar. E as coisas que aconteceu aqui até hoje foram boas para mim. O começo foi legal, estou gostando muito. E estou treinando bem, estou trabalhando forte. Espero quando chegar na competição estar bem para mostrar em jogo isso também. Herr Martens, was hat er gesagt? Also, er hat gerade gleich auf die beide Frage eigentlich geantwortet. Er hat erst einmal gesagt, seine Geschwindigkeit, er sucht immer die Tiefe. Er ist natürlich ein verspielter brasilianischer Fußballer, also das gehört immer dazu. Und er hat gelernt zu verteidigen hier in Europa. In Brasilien hat er es nicht gebraucht, aber hier hat er gelernt zu verteidigen auch. Okay, und Sie sind angekommen auf Schalke, da ist das Wappen. Wie waren denn die ersten Tage beim FC Schalke? Glück auf Schalke 04. Ja, also er hat auf jeden Fall schon Deutsch gelernt. Das sind wir die ersten Tage, hat er sich, glaube ich, richtig gut eingewöhnt. Sie haben das Ganze ja auch begleitet. Ist ein unheimlich positiver Typ. Ja, er ist ein positiver Mensch, ein lebensfreudiger Typ und ein bisschen typischer Brasilianer, muss man schon sagen. Er hat vorher auch erzählt, dass er schon sehr gut aufgenommen wurde von der Mannschaft. Und ja, er ist angekommen in einen großen Club und jetzt fängt es erst wirklich los. Und wir können mal schauen, er hat nämlich ganz viele Tattoos und da sehen wir, wie fußballverrückt er ist. Ja, und dann sage ich, für Sie vor Ort im Trainingslager von Schalke 04, der große Schlamann für Sky Sport News HD mit ihm, dem Neuzugang von Schalke 04, Junior Caissara.